Hast du ihn gefunden, Eli? Aber gehen wir eine Runde tanken, ja? Die letzte Betankung ist jetzt 948 Kilometer her. Wir haben es jetzt 2:30 nachts. Also ganz frisch bin ich auch nicht mehr. Komme schon vor wie so ja, mit Badeleitchen. Wie so ein Tracker. Fehlt nur das Hand rüber der Schulter, Espresso im Cockpit und vielleicht noch ein Pornofilm. Kann ich jetzt alles nicht beten. Aber einen Benzinkanister haben wir bestimmt da. Den wir jetzt hier clevererweise... Ich wollte schon eher tanken, aber die letzte Tankstelle war leider Kartenzahlung außer Betrieb. Das Gute in Skandinavien ist ja, man kann theoretisch auch überall nachts tanken, wenn denn, wie gesagt, der Kartenautomat gerade funktioniert. Daher werde ich das Ganze jetzt mal ausnutzen und hier ruhig mal prophylaktisch etwas befüllen, falls das Ganze nochmal passiert und wir uns hier wieder bis auf Reserve lang hinschleichen. Also 1000 Kilometer komme ich mal gut mit dem Hobel. Aber wenn es ein bisschen bergiger wird, wird es natürlich auch wieder ein bisschen weniger. Hallo! Den Pin möchte haben. So, einmal Kartenkontrolle. Einmal Karte nehmen. Dann würde ich jetzt mal sagen, was ist denn das? B7? Muss ich irgendwas drücken? Keine Ahnung. Ich würde einfach mal den Rüssel nehmen. Hier 5 Liter reinkriegen. So, das waren exakt 5 Liter für 91 Kronen. Wir können das gleich mal umrechnen, was jede Liter kostet. Und jetzt hauen wir ihn hier noch voll. Die Tankpause kam jetzt, muss ich auch sagen, ganz gelegen, denn wir hatten ja eben den Schwertransport vor uns und die wollte ich nicht die ganze Nacht hinterherfahren. Ja, das wäre ganz schön nervig gewesen. Das hier ist Benzin. Das hier ist für mein Koffer. Das ist reines, also rein Benzin tatsächlich. Ja, oder Waschbenzin sagt man ja auch dazu. Ich habe also nur ein Dieselkanister dabei. Der dürfte auch ausreichen. Das hält alles. Sind wir jetzt mal gespannt, was wir verbraucht haben auf unserem super grünen Fahrzeug. Und das Gute ist hier übrigens auch, es ist völlig egal, wo man tankt, es kostet überall das Gleiche. Ja? Also auch im größeren Umkreis. Ne? Die 1822, die wir da haben, die gibt es auch da hinten bei Bremen. Und habe ich jetzt auch schon ein paar Mal woanders gesehen, wo wir halt noch eher hätten tanken können. Jetzt knallen wir das Ding mal genauso voll, wie wir es auch in Trelleborg gemacht haben. Aber nachts um 2:30 bei 10 Grad mit T-Shirt und leicht müde sind wir ganz so genau, aber sieht gut aus. Dann haben wir voll geknallt. Rums. Und jetzt muss man natürlich noch, wenn man einen Zettel haben wollen, die Karte nochmal reinstecken, damit er sich erinnert. Warte mal, der war ja eben schon da und möchte ja nochmal eine Quittung haben. So. Das? Ja, natürlich möchte ich eine Quittung haben. Habe ich da eben schon reingesteckt? Der ist ja lustig. Also ich bin offensichtlich noch fitter als der Automat. Ja, denn guck mal. Na, wie geht's denn den Eli?
Du siehst aber auch schon ein bisschen Bubu aus, Eli, ne? Aber das Ganze jetzt mal durchrechnen hier. Ne? Übrigens, falls ihr euch gewundert habt, warum ich hier Klebeband habe, das hatte ich ja noch gar nicht erzählt, glaube ich. Ne? Der Sitz ist schon wirklich, das ist so ein Nachteil bzw. ein Manko bei dem Modell hier V70. Die halten auch nur 500.000 Kilometer maximal. Ne? Das Auto, also die Karosse und der Motor halten länger als die Innenausstattung bei Volvo. Das muss man einfach mal so sagen. Daher muss ich das ungefähr alle 30.000 Kilometer erneuern, hier das Klebeband. Ne? Und weil dementsprechend auch kein Rückenpolster mehr vorhanden ist, habe ich mir hier so eine Lendenwirbelstütze und habe dann auch zusätzlich noch so einen Bauchgurt, weil sonst habe ich nach der Laufleistung auch keinen Rücken mehr. Ja? Also der Stuhl ist im Prinzip breit, kann man sagen. Überhaupt im Dunkeln? Nee, Ila, es geht weiter. Ja, 5,7 Liter hat sich der Schwede hier genehmigt. Ich denke, das ist für ein vollbesetztes Fahrzeug, kann man schon so sagen. Ja, ist ja nicht leer. Und entsprechende Bereifung, gar nicht so verkehrt. Bereifung muss ich sagen, übrigens habe ich einen Mix drauf. Aus nagelneuen Allwetterreifen vorne. Grundsätzlich halte ich von Allwetterreifen nicht besonders viel, aber für die Strecke, die wir hier eventuell passieren müssen, glaube ich, halte ich das für eine ganz gute Kombination mit sehr guten Sommerreifen, die speziell für Nässe sind auf der Hinterachse. Ich muss immer dazu sagen, ich weiß, was ich mache. Ja. Ich war im Motorsport tätig. Das ist keine Empfehlung für zu Hause. Ich sage nur, dass in diesem Zusammenhang, weil das halt für den Spritverbrauch nicht ganz unerheblich ist, diese Kombination. Es geht vielleicht noch ein Tuck idealer, aber ich denke, damit können wir hier ganz gut leben. Vielleicht kann die Kamera ein bisschen davon einfangen. Ich fahre mal links, was so ein Licht ausmacht, wenn der seine Zusatzscheinwerfer einschaltet. Natürlich die Frage, ob er das dann auch macht für uns. Da ist er. Ja, ich glaube, ihr seht das jetzt nicht so wirklich. Jetzt gehen wir auch eine Senke runter. So, wir setzen uns jetzt mal daneben. Vielleicht lässt das noch ein bisschen an für uns. Das wäre natürlich schön. Ja, wunderbar. Also ich habe jetzt hier neben dem LKW eine Sicht von, wie beschrieben, locker 350, 400 Metern. Und jetzt hat er sie natürlich leider ausgemacht. Wobei natürlich für uns nicht verkehrt. Also sonst wäre ich jetzt blind gewesen durch die Rückspiegel. Da komme ich mit meiner Funzel natürlich nicht ran. Das dürfte klar sein. Ne? Also hier nur noch mal ein kurzes Beispiel für die super Effektivität von Zusatzscheinwerfern in ländlichem Gebiet, wie wir es ja hier haben. Wir fahren zwar eine Autobahn, aber die hat eher so einen Schnellstraßencharakter. Und natürlich, wie das so klassisch ist, geht das Ganze hier durch Wald. Das heißt, wir haben hier auch regelmäßig mit Wildkontakt zu rechnen. Ich finde hier auch ungefähr alle 10 Kilometer ein breit gefahrenes Tier. Meistens sind es Marder, so wie das aussieht. Habe ich da Baummarder gesehen. Vielleicht ist auch das ein oder andere Vielfraß darunter. Das konnte ich so nicht erkennen. Es könnte auch größer sein. Aber ein Elch habe ich bislang noch nicht gesehen. Aber die Hinweisschilder vor Elchwarnungen waren bereits vorhanden. Das heißt, wir können hier durchaus damit rechnen, dass hier mal einer die Straße kreuzen wird. Zeit wäre es dafür auch genau die richtige. Wir haben es jetzt Punkt 3 Uhr. Und meine Erfahrung ist so, für die besten Elchsichtungen im bewaldeten und auch leicht urbanen Bereich, das heißt in Dörfern, in Vorgärten krabbeln die auch schon mal rum, ist so eigentlich vor der Dämmerung die idealste Zeit, ja, so zwischen 3 und 6 Uhr, jetzt je nach Jahreszeit natürlich, ne, da habe ich bis jetzt immer die meisten gesehen. Das heißt, jetzt wäre auch genau die Zeit, wo wir hier langsam anfangen können, damit zu rechnen, dass uns hier wirklich was vors Auto läuft. Und da hat mir dann auch tatsächlich
der ältere Herr, also das Ehepaar, die deutschen Auswanderer, auch mehrfach davor gewarnt, ja. Wusste ich natürlich, war für mich jetzt nichts Neues, aber es ist natürlich nett, dass er nochmal darauf hinweist, für Leute, die es nicht kennen. Wir rechnen hier mit einem Reh, was über die Straße läuft. Das schon, kann schon brenzlig genug sein, aber wenn uns hier ein Elch aufspießt, dann ist die Reise in jedem Fall sofort zu Ende. Wir sind jetzt in Sünzwall. Also, ich weiß nicht, ob ihr das hier hinten seht. Es ist 3.42 Uhr. Die Stadt schläft noch. Und hinten rechts, das sind die Lichter. Und dies ist hier die einzige mautpflichtige Stelle, die wir auf dieser Strecke der, ich nenne sie einfach mal Ostseeautobahn in Schweden, da die ja mehr oder weniger entlang der Küste geht, parallel haben. Und zwar kostet dieses ganze Stückchen hier ganze 9 Kronen. Der aktuelle Wechselkurs, Euro, schwedische Kronen, beziehungsweise der es eigentlich immer ist, der hat sich die letzten Jahre ziemlich stabil, die Krone, liegt immer so Pi mal Daumen bei 1 zu 10. Die norwegische Krone übrigens nebenbei mal so 1 zu 8,5, so ein bisschen so Mittelwert. Ja, das heißt, dieses Stückchen Autobahn, was wir eben gerade gefahren sind, kostet nicht einmal 1 Euro. Und tatsächlich kommt, also es läuft hier über die Kennzeichenregistrierung per Kamera, bekommt man dann zu Hause Post, das Stückchen ist jetzt übrigens schon vorbei, bekommt man dann nach Hause Post. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel es letzte Mal waren. Ich glaube so Pi mal Daumen 75 Cent. Das heißt, der Brief hat in dem Fall die Behörde der mauteinziehenden Stelle deutlich mehr gekostet, als dass die Maut einbringt. Ja, bin ich ja der Meinung, hätte man eher auf den Brief verzichten sollen. Ja, da hätten sie noch Geld gespart. So zahlen sie eigentlich drauf. Aber nun gut, wie auch immer, ist ja kein Problem. Ne? Das habe ich dann halt relativ fix überwiesen. Man kann sich übrigens auch mit einem System schon vorher anmelden. Wenn man weiß, welche Strecken man fährt, dann ist es möglich, dass man, dass das dann direkt abgebucht wird. Macht aber preislich, wie gesagt, keinen Unterschied. Ob man sich vorher anmeldet oder das dann halt später bekommt, ist wirklich mehr oder weniger das Gleiche. Ja, dieses Mautsystem ist relativ fair gestrickt. Das heißt, so bald eine mautpflichtige Strecke bzw. die Kosten, die entstanden sind durch den Bau, Straßen, Brücken, Tunnel und so weiter, sobald das abbezahlt ist, entfällt auch die Maut. Das heißt, man zahlt tatsächlich nur so lange für die Strecke das Geld, bis dieser gewisse Betrag erreicht ist. Und das kann ich bestätigen, ist auch tatsächlich so. Ich bin jahrelang eine Strecke gefahren, die war relativ weit oben im Norden von Norwegen und hatte mich da, war ein Tunnel gewesen und musste immer zahlen in diesem Tunnel. War also wirklich jahrelang immer gezahlt und dann bin ich plötzlich durchgefahren. Dann habe ich gewundert, wo ist denn jetzt hier die Kasse? Nichts mehr mit bezahlen? Nein, war abbezahlt und hat dann auch am Ende der Strecke tatsächlich ein Schild darauf hingewiesen. Es war wahrscheinlich noch gar nicht so lange eingestellt, das Schild war noch nicht so alt, dass im Prinzip hier die Maut entfällt aufgrund der Tilgung der Kosten. Finde ich, ist ein wirklich super faires System und also ich kann es jetzt nicht im Ganzen beurteilen, da ich bin kein Politiker, stecke da nicht im Verkehrssystem drin, aber für mich als Außenstehenden muss ich sagen, ist es deutlich fairer und zumindest halbwegs durchschaubar, im Gegensatz zu beispielsweise unserem deutschen Kfz-Steuersystem. Aber ich möchte jetzt hier nicht politisch werden, daher fangen wir das Thema lieber gar nicht an, sondern freuen uns, dass wir bislang wirklich sehr gut durchkommen hier mitten in der Nacht. Man sieht das ja auf der Straße wirklich so gut wie glatt. Null Verkehr. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Immer noch mit den Trackerlatschen hier mitten im Wald. Das darf eigentlich auch gar keiner sehen. Ne? Ja, wir sind jetzt 13 Stunden am Stück durchgefahren. Die Pause, die ich jetzt hier mache, ist ausschließlich für Eli. Ich würde am liebsten noch bis zur finnischen Grenze durchbürsten sozusagen. Das sind noch ungefähr, naja, vielleicht 280 Kilometer.
Also jetzt kein Riesending mehr. Jetzt wird die Straße allerdings wesentlich voller. Der Berufsverkehr ist mittendrin. Man kommt nicht mehr so super gut voran jetzt hier auf dieser einzigen Schnellstraße, / Autobahn. Aber es geht noch. Wir hatten jetzt hier eine kleinen Disput mit dem Navigationsgerät, denn ich habe es mal eingeschaltet, damit es mir mal hilft, ja, ausnahmsweise. Denn hier war eine Baustelle, die Hauptstraße war gesperrt und es war keine Umleitung ausgeschildert, ja, also zumindest erstmal nicht, ne? Und dann dachte ich mir, naja, dann fragst du mal Tante Google, was die dazu sagt, ja. Und die meinte natürlich, ich solle in die Baustelle reinfahren, ja, also. Den habe ich mir selbst einen Weg gesucht, ja. Und das Navi hat es echt nicht gecheckt, ne? Also da könnte ich, bei sowas könnte ich echt ausflippen, ja. Also überhaupt, man merkt, dass kein menschlicher Verstand dahinter steckt, ja. Er wollte einen immer wieder zurück in die Sackgasse leiten. Selbst als ich schon laut Karte vermeintlich auf einem super Weg war, ja, wo man hätte einfach sagen können, naja, jetzt verbinde ich das zu der eigentlichen Straße, ja. Selbst da hatte Tante Google noch gemeint, nein, du solltest wieder umdrehen und doch wieder in die Sackgasse fahren. Ja, also wenn man das Navi wirklich mal braucht, ist es zu nichts tauglich, ja. Ja, Ila trinkt ja frisches Moorwasser und ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen, ja. Hier liegen super große, also ich war gerade entsetzt, die Schwänen müssen wirklich, also nicht nur zu viel Geld, sondern auch zu viel Holz vor der Hütte haben. Da schmeißen sie einfach akkurate Latten in den Wald. Guckt euch das mal an hier, ne. Also super Bretter. Ich weiß nicht, also bei uns würden die einen riesen Wert haben. Damit könnte ich ja schon ein halbes Haus zusammenbauen. Das liegt ja einfach mitten im Entsorg, so wie es aussieht. Ja. Also ich glaube nicht, dass das noch eine Verwendung hat. So wie einige hier aussehen, liegen die ja auch nicht erst seit gestern da. Ja, jetzt könnte man sich natürlich hier auch gleich nochmal hinlegen. Ja, weil das Plätzchen ist eigentlich gar nicht so verkehrt, würde man jetzt meinen. Also ist es auch wirklich gar nicht. Ne? Es ist schön ruhig. Es ist hier so eine Art, ich weiß nicht, diese Schotterstraße geht hier zu irgendeinem Gehöft hin, da hinten. Also es ist definitiv keine Durchgangsstraße. Es wäre hier sicherlich sehr schön ruhig. Aber ich wollte heute noch die finnische Grenze passieren, in jedem Fall. Also möglichst natürlich vorm Dunkeln werden, damit wir morgen den Tag frisch ins Finnland starten können. Und wenn ich mich jetzt hier hinlege, das ist ja die Gefahr, ne? Und ich entscheide mich dann spontan doch vielleicht länger zu schlafen, man weiß das ja nie. Und ich wache dann irgendwann zu spät auf, dann schaffe ich es nicht mehr, diese 300 Kilometer rechtzeitig zu fahren. Das ist einfach der Hintergrund, ne? Also das ist so meine Mentalität. Ich fahre immer, wenn ich irgendwas geplant habe, so nah wie möglich ans Ziel ran, um mich denn da ein bisschen zu akklimatisieren. Und dann habe ich im Prinzip keinen Druck, falls ich mich spontan zu irgendwelchen anderen Sachen, wie zum Beispiel verschlafen, entschließen sollte. Ja, also so wie das jetzt hier riecht, hat er tatsächlich irgendwo einen riesen Haufen gelegt. Den will ich mir jetzt auch gar nicht angucken. Ja, wir fahren den jetzt mal weiter, denn es läuft gerade richtig gut. Das heißt also, der Schwede rennt wie ein junger Gott. Und dann will ich ihn natürlich nicht ausbremsen. Und solange ich jetzt nicht zusammenklappe, das ist ja auch immer ganz wichtig, ja, nach so vielen Stunden am Steuer, solange ich mich noch fit fühle, nutze ich die Zeit lieber, um dann nachher, wenn ich etwas müder werde, mich hinzulegen und nicht frühzeitig. Ne? Eli, na komm! Hast du ein bisschen Kaki gemacht? Hat Eli Kaki gemacht? Du hast einen guten Kopf, ne? Hast du noch mal Trinki machen, Eli? Bis hier hinten noch mal Trinki machen. Guck mal hier, am frischen Moorwasser. Ja, mach noch mal Trinki, Eli. So ist es fein. So, jetzt kannst du mit deinen matschigen Füßen schön das Auto einsauen. Da freust du dich doch drauf. Komm, renn hier mit, Dick. Hier geht's rein, Eli. Ins Auto. Nein, das da drüben. Das ist meine Seite. Du kannst hier reinhoppeln. Hopp, dich, Bropp. Das wäre auch mal was, ne? Lila am Steuer. Naja, den Schweden fällt das vielleicht gar nicht auf, ne? Das ist auch der Oberbrenner, ne? Ich habe gedacht, eben mein Schwein pfeift. Ich dachte mir, lässt sie den LKW vorfahren? Ja, also die kam mir entgegen, wollte nach links abbiegen, ich nach rechts. Wir hatten hier dasselbe Ziel. Und ich gucke ins Cockpit, Führerhaus, was sitzt da?
Ein junges Blondchen, die sieht aus wie 16 und zieht ganz geschmeidig mit dem Ding bestimmt locker mit 50 km/h um die Kurve. Ich habe schon gedacht, der LKW kippt um. Mein lieber Scholli, ne? Also die Schweden, beziehungsweise in dem Fall Schwedinnen, ne? Also ich glaube, die brauchen hier definitiv keinen Mann. Ne? Das ist ja, würde bei uns schon als Lang-LKW durchgehen und man bräuchte 3 extra Führerscheine, um den mit 40 Jahren Berufserfahrung zu fahren. Und die hier sieht aus, wie frisch aus dem Ei geschlüpft und zieht das Ding ganz bequem, fast schon im Drift durch die Kurve. Herrlich. Auf diesem wunderschönen Rastplatz jetzt hier an der E4 Richtung Haparanda standen wir jetzt. Vielleicht seht ihr das so ein bisschen außen im Fenster. Es ist definitiv nicht sehenswert, daher erspare ich das euch. Wir haben hier 16, 10, naja, 5,5, 6 Stunden mal wieder unsere ganz miserable Schlafpause gemacht. Ich wäre tatsächlich... Ich hätte es wahrscheinlich noch bis zur Grenze geschafft, obwohl ich schon leicht schwindelig war. Nicht allein nach den 14 Stunden Fahrt, sondern muss ja auch mal dazu sagen, 2 Tage im Prinzip schon ohne vernünftigen Schlaf. Ja, also heute eigentlich der 3. Tag in Folge. Ja, gut. Aber Eli, wie gesagt, der hatte wieder seinen Zombie-Anfall. Also hat sich mitten reingesteigert. Das ist nun mal, ist nicht jeder Hund gleich, ja, in dem Fall muss ich sagen, weiß ich jetzt auch nicht, wie viele andere reagiert hätten, denn mit so vielen Hunden habe ich sowas auch noch nicht gemacht, also so extrem lange Fahrten am Stück. Sonst kann man Ila ja relativ oft loben, aber in dem Fall ist es schon schwierig, aber wie gesagt, ich nehme da Rücksicht, ja, und dann muss er halt den befohlenen Schlaf kriegen und dann geht es auch wieder, wenn er seine paar Stündchen geschlafen hat, seht das ja, denn dann geht es ihm in jedem Fall wieder besser. Ich habe leider nicht von der Trackerin oder von Jody, ich glaube Jody Banks hieß sie, ne? Das klingt schon wie so ein kalifornischer Pornostar, ne? Oha. Naja, jedenfalls das Pin-Up-Girl von Cole Sievers. Nochmal hier kurz resümierend. Ich weiß nicht, ob das nachts rübergekommen ist. Ich habe da 2 jüngere Damen auf der Straße getroffen in Fahrzeugen, wo man wirklich den Eindruck bekommen kann, die Schwedinnen brauchen hier definitiv keine Männer. Also das, ich will jetzt nicht sagen, dass das Mannsweiber sind. Soweit möchte ich jetzt nicht gehen, aber ich will nur sagen, dass es zumindest ziemlich tough ist, wie sie sich da so verhalten haben und was sie so machen. Ne? Aber wie sagt man ja immer so schön, na? Harte Schale, weicher Kern. Man weiß also nicht, was sonst noch in diesem stillen Gewässer, wie tief das ist. Ne? Und ansonsten bitte nicht täuschen lassen. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das so ein bisschen links und rechts hier außerhalb der Scheiben. Ich habe mal die super weite Kamerasichtweise eingestellt. Es ist hier goldener Herbst, ja, Indian Summer. Die Birken, die sind wirklich sehr goldig, besonders morgens und natürlich abends, wenn die Sonne den etwas tieferen Stand erreicht. Das ist schon kein Gelb, sondern es ist wirklich so ein Nugget, Gold-Nugget-Gelb, kann man sagen. Und es sind draußen nur 8 Grad. Ja. Wahrscheinlich gibt es das in Deutschland dann auch in ein paar Wochen, aber jetzt haben wir das, wie gesagt, wir sind in Nordschweden. Das T-Shirt täuscht also, ich habe mich einfach nur noch nicht umgezogen, beziehungsweise ich habe einfach noch nicht den Pullover drüber gezogen. Aber wenn ich jetzt beim nächsten Mal aussteige, werde ich das in jedem Fall machen. Es muss eine Jacke, es muss was Warmes angezogen werden. Und für Leute, die vielleicht aus den etwas zu warmen Regionen kommen, für die könnte das schon so ein Temperaturschock sein, dass sie sich auch gleich eine Unterhose anziehen müssen. Ne? Also es ist hier deutlich frischer, erwartungsgemäß natürlich. Ne? Wir sind die E4 jetzt natürlich noch nicht ganz bis zum Ende gefahren in Schweden, aber ich kann trotzdem schon mal, ich weiß ja, wie es weitergeht, resümierend sagen, für alle, die es nicht wissen oder daran interessiert sind, diese
Ostsee-Autobahn nenne ich sie immer, ja, das ist eine reine Rutschpiste für mich. In der Regel bevorzuge ich wirklich die Inlandstraße, also die wirklich durch Mittenschwerin geht, die macht so manchmal ein paar kleine Zickzacke, biegt nochmal links, mal rechts, mal Ost, mal West ab. Dauert nicht nur dadurch, sondern auch, weil es dadurch deutlich mehr Ortschaften geht, ja. In der Regel wesentlich länger, also mit wesentlich, wenn man jetzt sagt, die Ostsee-Autobahn dauert, mal angenommen 3 Tage, kann man bei der Inlands fast schon 4 Tage planen, aber das ist jetzt je nach Fahrweise, je nach Baustellenlage, das hat man auf beiden Straßen übrigens, und natürlich ganz wichtig, wenn es draußen interessanter ist, ein bisschen abwechslungsreicher, tendiert man natürlich auch öfter dazu anzuhalten. Ja, das ist ja der Punkt. Also ich würde auch auf der Inlandstrecke wesentlich öfter anhalten. Es ist aber von meiner Sichtweise, wenn man es jetzt nicht eilig hat und wenn man sich noch nicht auskennt, noch nicht so viel vom Land gesehen hat, keine riesen sehenswerte Piste, das will ich damit nicht sagen, aber im Vergleich zu dieser hier, die an der Ostküste entlang führt, doch deutlich angenehmer bzw. sehenswerter. Ich nehme die hier sehr ungern und ich muss sagen, bin sie auch schon länger nicht gefahren, weil die letzten 2-3 Male bin ich immer sowohl hin, ja, einmal bin ich hin und zurück durch die Inlands und ansonsten fahre ich ja manchmal auch Norwegen, das heißt, ich kombiniere, mache dann den Bogen, die eine Strecke entweder Norwegen oder Schweden geht dann runter und die andere geht dann hoch. Ne? Das heißt also, die Strecke hier, die fahre ich relativ selten, nur wenn es jetzt wirklich darauf ankommt, unbedingt nichts sehen zu wollen und ausschließlich Kilometer zu schrubben. Und das ist ja das, was wir jetzt hier vorhaben, weil wir wollen einfach nur auf dem schnellsten und kürzesten Wege nach Finnland. Das ist das Ziel, gucken, dass wir das da machen können, weil das ist der nördlichste Bereich, den ich auf der Route anfahren werde. Nordfinnland, Finnisch-Lappland. Und bevor denn da der erste Schnee fällt, beziehungsweise bevor der Pegelstand der Flüsse Anfang Oktober dermaßen sinkt, dass man eigentlich nur noch treideln müsste, ja, vorher will ich das kurz abhaken und dann, so ist der Plan, werden wir uns wieder so langsam, möglicherweise, man weiß ja nicht, was kommt, ja, wir sind ja spontan, aber so ungefähr wahrscheinlich wieder nach Schweden zurück einpendeln. Vielleicht seht ihr das. Es ist hier wirklich sehr goldig. So die typische schwedische Landschaft, ein bisschen landwirtschaftlich geprägt hier. Mit den Wiesen, natürlich die roten Holzhäuser, das ist Falunrot. Ja, die Farbe kommt aus dem Erzbergwerk Falun, das ist so das südliche Schweden. Die ist sehr traditionell, findet man überall und ich denke, ist auch vielen bekannt. Ja, und da haben wir halt hier die landwirtschaftlichen Nutzflächen. Aber nicht so intensiv wie bei uns, sondern ein bisschen moderater alles und dann halt den Wald. Und naja, ich denke, von der nächtlichen Strecke habt ihr jetzt schon einiges gesehen. Kann man sich ja vorstellen, wenn man jetzt hier nachts lang fährt, die Autobahn hat zwar hier einen Schnellstraßencharakter, also ist wie eine Landstraße, kann man sagen, ja. Und dementsprechend natürlich, was Wildwechsel angeht, hier sehr gefährdet. Wir hatten Glück gehabt, muss ich wirklich sagen. Ich habe ein Kadaver zur Hälfte mitgenommen. Das war so der Klassiker. Ich habe es nicht gesehen, weil mir kam ein Fahrzeug entgegen. Ich war dann halt für wirklich diesen Bruchteil, für den Zehntel der Sekunde, wo seine Front im Prinzip meine passiert und wo ich dann im Prinzip die vollen Scheinwerfer am Gesicht habe. Für diesen Moment sieht man ja wirklich nichts. Das ist nur ein ganz kurzes Stück. Das sind vielleicht nur 10, 15 Meter auf der Straße. Aber genau da lag dann auch, der Kadaver. Und also leicht auch versetzt im Schatten, man hat es wirklich nicht gesehen. Aber es war nicht dramatisch. Ich bin glücklicherweise nicht mit dem Rad drüber gefahren, sondern nur mit der Stoßstange. Die Stoßstange hat sowieso mehr Risse, als man zielen kann. Das juckt mich jetzt herzlich wenig. Glücklicherweise war es jetzt nicht so hoch, dass es am Unterboden irgendwo hängen geblieben wäre. Ich habe es wirklich nur vorne mitgenommen, man hat es auch gehört und gemerkt. Und dann war es das. Ansonsten habe ich aber wirklich mehrere Kadaver, also Tierleichen gezählt auf der Straße nächtlich. Bin über mehrere Blutspuren gefahren, also deutlich mehr als in Deutschland. Das ist ja doch, natürlich gibt es bei uns auch Wildunfälle, keine Frage. Aber hier, das sieht man ja,
glücklicherweise alles kleines Wild, also kein Elch, nichts Größeres, alles so in die Kategorie bis Höhe Vielfraß. Das, darauf möchte ich hier nochmal kurz hinweisen, sollte man bedenken, wenn man solche längeren Strecken hier im Norden des Nachts fährt. Ja, also man muss hier wirklich mit deutlich stärkerem Wildwechsel rechnen, als das bei uns der Fall ist. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt Zusatzscheinwerfer. Ja, also es ist hier, ich will nicht sagen notwendig, weil notwendig ist für mich etwas, wo es ohne nicht mehr geht, eigentlich. Ja, aber es ist schon mehr als eine gute Empfehlung. Also ich persönlich würde es keinem anraten, hier ohne ein vernünftiges Licht lang zu fahren. Ich glaube, das darf man abschließend sagen. Wie das vernünftige Licht denn im Einzelfall auszusehen hat, das muss ja jeder selber wissen. Wer dazu mehr wissen will, guckt sich einfach mal ein Video zu den Zusatzscheinwerfern an. Hat hier oben wirklich jedes Fahrzeug. Man sieht jetzt so gut wie fast gar keins mehr ohne. Ich integriere mich ja wunderbar in die Fahrzeugklassifizierung bzw. in die Optik der Fahrzeuge ein. Wir harmonisieren also mit unserer Umgebung. Ja. Ja, ansonsten sind die Baustellen in Schweden grundsätzlich super abgesichert. Wenn ihr das jetzt links seht, ich weiß das nicht, es gibt da immer 2 bis 3 ganz massive Warnungen vor. Im Fall von, also man stellt dann, das hatte ich auch schon mal gezeigt, nachts, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, man stellt dann Reifenbarrikaden auf mit ganz wirklich offensiv auffälligen, das muss auch ein Betrunkener und ein Blinder sehen, mit Krückstock, Leitplanken, Warnpfosten auf, das Ganze in einem kurzen Versatz, 10 Meter hintereinander, sodass man gezwungen ist, einmal so zu fahren, ja, also knappes S, um ganz progressiv die Geschwindigkeit verringern zu müssen. Also wer da schneller als 50 reinfährt, der muss schon im Slalomparcours sehr gut sein, ansonsten schießt da die Dinger komplett weg. Das hier ist übrigens, seht ihr jetzt wahrscheinlich so gar nicht, der Piet 11, den wir gerade überfahren. Aber okay, ein sehr starker Strom, ein sehr breiter Fluss. Ne? Also wir haben hier eine Breite, da passt die Elbe 3-mal rein, zumindest ist hier. Ja, wobei es sind, ist ja das Delta des Flusses. Zudem habe ich eine Geschichte, oder mehrere kann ich euch auch mal erzählen. Ich habe auf dem Fluss schon einiges erlebt. Ja, wo war ich gerade? Genau, also die Baustellenabsicherung ist nicht wie bei uns kilometerweise vorher schon. Ja, also dass man jetzt kommt eine Baustelle, noch so und so viele Kilometer, noch so und so viele Kilometer und dann erst 170, dann gehen wir runter auf 30 und dann kommt aber immer noch keine. Das geht hier ranzifazi meistens. Ne? Also manchmal sind es nicht mehr als 200 Meter, manchmal ist es sogar noch knapper. Dann steht da, wie beispielsweise nachts bei den Wanderbaustellen, da ist es dann meistens sehr knapp gehalten. Da sieht man dann einfach nur die Dinger, aber sie sind halt so massiv offensichtlich wahrnehmbar, dass man sie wirklich nicht übersehen kann, auch wenn man, wie gesagt, sie nicht ewig vorher angekündigt werden. Spielt man allerdings in diesem Moment irgendwo ablenkenderweise, zum Beispiel auf dem Telefon rum, und verpasst diesen Augenblick, ja, dann wird man, wäre auch mal ganz interessant, was passiert, wenn man in diesen mehrfach gestapelten, fest zusammengebundenen Reifenstapel fährt, ja. Ich denke mir, die Jungs werden sich schon was dabei gedacht haben, dass das definitiv hält, ja. Also ich denke nicht, dass man den großartig verschiebt, zumindest nicht, wenn man da mit der angemessenen Geschwindigkeit von, sagen wir mal, 80 km/h reinfährt, da wird nicht viel passieren, also da liegen, wie gesagt, 4 Reifen stapeln hintereinander, Pkw-Reifen, ist durch alle sind eine Kette gezogen und übereinander so ungefähr mindestens Fahrzeughöhe. Also es ist schon ein ordentliches Gewicht, was da liegt. Und das wollte ich noch mal, dazu wollte ich noch mal was sagen, die Baustellenabsicherung ist hier nicht so extrem, wie soll ich sagen, vorausschauend und hast du gesehen, dafür in ihrer Kürze, ich glaube, das trifft es, in der Kürze liegt hier die Würze. Also sie ist sehr dominant auf einem kleinen Punkt und den nimmt man dann in der Regel, also ich zumindest es auch wahr und hält sich dementsprechend. Hier wird also nicht ineffektiv vorher schon, und darauf will ich hinaus, was ja oft bei uns zum Beispiel der Fall ist, man warnt von der Baustelle, dann kommt ewig keine. Manchmal auch durch das automatische Warnleitsystem auf der Straße, ja, wo dann angezeigt wird, 88 Baustelle, und dann fahre ich 5 Kilometer und immer noch keine Baustelle. Was passiert dadurch? Der
der Effekt verpufft. Das heißt also, die Aufmerksamkeit sinkt wieder natürlich. Ja? Der Fahrer sagt sich, was denn hier ist doch gar nichts. Und schon wird er unaufmerksam. Ja? Und dann kommt die Baustelle erst viel später. Hier wird man ganz sicherlich nicht unaufmerksam, weil wenn man diese Dinger hier stehen sieht und nachts blinkt das auch dermaßen aggressiv hell, da kriegt man schon epileptische Anfälle, wenn man da reinschaut. Wie gesagt, ist gar nicht zu übersehen. Und also, was ich damit sagen will, auch die Baustellensicherung, ich hatte das Thema ja erwähnt mit den Blitzern, auch die Baustellenabsicherung, finde ich, ist hier deutlich effektiver im Vergleich als bei uns. Und was ich auch gesagt hatte, oder was ich noch sagen wollte, die Baustellen, wenn man die hier durchfährt, hier ist sich jeder Pipapo irgendwo 23 Mal abgesichert, wird eine Ampel auch sehr selten irgendwo darauf hingewiesen. Manchmal fährt man wirklich direkt in den Gegenverkehr und man muss schon genau achten, sollte ich die Spur jetzt fahren oder war es eher die andere Straße? Da kann man schon manchmal drüber kommen, wenn man nach dieser deutschen Mentalität geht, wo ja meistens alles ganz strikt vorgegeben ist. Ja, auf dem Boden dann im Prinzip noch mit gelbem Tracerband aufgemalt und so weiter, ja, also aufgeklebt. Das kann man hier vergessen. Hier sind es dann wirklich, fährt man manchmal auch Offroad durch eine Baustelle, ein Schotterpflaster. Das ist mal ganz breit, mal ganz schmal. Auch kreuzt man denn den Gegenverkehr, die Spur ist dann wirklich nur 4 Meter breit und der logische Menschenverstand sagt dann einfach, wenn ein Fahrzeug von vorne kommt, muss ich anhalten, logischerweise, ansonsten knallt. Ja? Aber das scheint hier logisch zu sein und ich habe ja auch noch nie einen Unfall in der Baustelle gesehen. Ja? Würde bei uns gar nicht gehen. Bei uns würde man sofort 27 Ampeln hinstellen, dann würde man die Spur verengen, würde man Umleitung machen und es würde trotzdem knallen. Es hat auch ein bisschen was mit der Mentalität zu tun. Ich hatte das ja schon mal erklärt bzw. kurz genannt an einigen Beispielen. Es ist wirklich so, dass die Skandinavier, und in dem Fall meine ich jetzt hier mal die Schweden, man hat es aber auch bei den Norwegern, Finnen komme ich später nochmal zu, wenn wir in Finnland sind, wirklich so den Eindruck, also ich über all die Jahre, dass man hier weiterdenkt, dass man einfach vorausschauender denkt und einfach auch manchmal klarer denkt mit dem Kopf. Natürlich gibt es auch hier sinnlose Sachen, ja, nicht alles, was glänzt, ist Gold, das ist überall so, nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, ich wäre jetzt hier von allen total super begeistert, dem ist gewiss nicht so, aber ich versuche das, was uns jetzt hier gerade so auf der Strecke widerfährt, also was wir jetzt hier aktiv live sehen, versuche ich euch zu kommentieren, bislang war das wirklich nichts Negatives und wenn ich das dann immer, wie gesagt, für euch mache ich das ja mal verglichen mit Deutschland bewerte, müsst ihr wahrscheinlich jetzt schon feststellen, kommt Schweden, was das angeht, also diese Verkehrssituation, diese Überlandfahrt, die Rastplatzmentalität und so weiter, deutlich besser weg als Deutschland. Ja? Um nicht zu sagen, wir müssen uns so eine fette Scheibe davon abschneiden und würden wahrscheinlich immer noch nicht rankommen. Nun ist es aber so, muss man sagen, jedes Land hat natürlich seine Vor- und Nachteile und ich könnte euch aus ganz vielen Ländern ganz viele Beispiele nennen, die ich irgendwo super finde und die ich irgendwo weniger toll finde. Und das Interessante wäre, wenn man sich wirklich alles Gute aus den einzelnen Ländern zusammensucht und das in einem kombinieren würde. Ja, dann hätte man im Prinzip die perfekte Regelung und meiner Meinung nach, das wäre sogar möglich. Ja, also das Einzige, was es dazu bedarf, ist eine wirklich offene Weltanschauung, ja, eine offene Denkweise, Cosmopolitan würde man vielleicht auch sagen können. Ja, also nicht dieses Scheuklappendenken, dieses beschränkte Denken oder sonst was. Auch in einem Land, wo Sicherheit wirklich sehr groß geschrieben wird, wie wir es hier in Schweden haben. Ja, also wenn wir hier an Volvo denken, ja, das ist ja, kann ich vielleicht später mal was zu sagen. Auch hier ist es mit vergleichsweise, wo man sich sagt, hey, das könnte man aber noch irgendwie sicherer machen. Und trotzdem ist es sicher genug. Wenn man solche langen Strecken mit dem Auto und Hund zurücklegt, ja, dann ist es natürlich für den Vierbeiner noch deutlich stressiger, anstrengender als für euch. Deswegen versuche ich hier grundsätzlich, bei mir läuft es immer so, dass ich dem Hund so viel Annehmlichkeiten wie nur möglich biete.
Ja, denn das Tier steht hier wirklich an erster Stelle. Wenn ich einen Halt mache, einen Stopp, dann ist das nicht wegen mir. Ich bin so krass unterwegs, dass ich durchfahre. Also da kenne ich nichts. Theoretisch, da könnte jetzt irgendein Beifahrer rumzippeln und sagen, ich muss unbedingt raus aussteigen, nach 3 Stunden schon. Na, da würde ich sagen, halt die Füße still. Nein, grundsätzlich, wenn jemand muss, dann darf er natürlich auf Toilette gehen, ja. Aber solche, so eine Nadel, diese Langweiligkeitsaufenthalte, das ist ja, viele Leute machen das ja nicht einfach, weil sie wirklich müssen. Nein, es ist nicht, weil sie eine Walnussblase haben, sondern weil es ihnen einfach langweilig wird und sie meinen, naja, wenn sie mal kurz anhalten, sich kurz die Beine vertreten, frische Luft schnappen und so weiter. Ist natürlich alles okay, gut, ja, schön, ja. Aber wie gesagt, wir rutschen hier 3 Tage über 2000, fast 2500 Kilometer am Stück. Und würde ich jetzt hier alle 2 Stunden anhalten, da komme ich nicht weit. Also das ist eine riesen Zeit, ist ein riesen Zeitfaktor. Das geht nicht. Das muss auch, und darauf möchte ich hier hinaus, muss auch für den Hund nicht sein. Das braucht er nicht. Der muss genauso wenig pinkeln wie ich. Theoretisch sogar vielleicht noch weniger. Das heißt nicht, dass ich ihm zu wenig trinken gebe, um Müll zu will. Da weiß ich nochmal drauf hin. Das machen wir ja auch während der Fahrt übrigens. Ja? Hier ist der Napf. Hier ist seine Flasche. Einmal ist noch drin. Da müssen wir wieder auffüllen, ne, Eli? Auf Futter ist ja alles Snacks, alles griffbereit. Kein Thema. Also es hapert dem Hund an nichts. Aber auf solchen langen Strecken, das mache ich grundsätzlich, ist es in meinen Augen ein absolutes No-Go, den Hund weiter vom Menschen wegzusperren. Denn man merkt es auch so, zumindest bei Eli, er fühlt sich deutlich besser, und das hatte ich übrigens auch bei anderen Hunden genauso, wir fühlen sich deutlich besser, wenn sie die Nähe zum Menschen haben. Vor allen Dingen, wenn sie in einer Situation sind, die für sie nicht unbedingt angenehm ist. Und das darf man ja hier ruhig mal sagen, das ist nichts unbedingt Angenehmes für einen Hund, eine solche lange Strecke zu fahren. Auch Eli, der das schon einige Male hinter sich hat, er macht es ja nun nicht jeden Tag, ja, also bloß weil man das jetzt 2-mal im Jahr macht, bin ich nicht der Meinung, dass der Hund sich super dran gewöhnt. Ich halte ihn schon so für intelligent, dass er weiß, dass wenn wir irgendwann da sind, also morgen, dass er das durchaus mit etwas Positivem verbindet. Möglicherweise denkt er noch nicht daran, aber sobald die Tür aufgeht und er sein Lappland mitbekommt im Sumpf stehen, dann gucke ich ihn in die Augen und dann weiß ich sofort, alles klar, er hat sie checkt, er weiß jetzt, wofür das Ganze gut war. Ja? Er ist ja nicht blöde. Aber nichtsdestotrotz ist es für diesen Moment hier ein Stressfaktor für den Hund, und da würde ich alles Mögliche tun, um es ihm angenehm wie möglich zu machen. Und dazu gehört, wie gesagt, in diesem Fall, ja, ich habe den Beifahrersitz hier ausgebaut. Ich habe ja keinen Beifahrer. Ila ist sozusagen mein Beifahrer. Und dadurch hat er hier meine absolute Nähe. Ist natürlich auch ganz nebenbei gesagt, vom Gewichts- und Schwerpunkt und dem ganzen Packen auch deutlich effektiver, als würde er jetzt hinter mir sitzen. Ja. Und so fühlt er sich deutlich wohler. Wenn er irgendein Problem hat, er guckt mich sofort an, er weiß, was los ist, wir können kommunizieren. Manchmal, es kommt zum Glück selten vor, ja, da hat er denn so viel Nähebedürfnis, da krabbelt er mir denn hier auf den Schoß. Ja. Ich weiß, ja, das ist hier alles nicht konform der Straßenverkehrszulassungsordnung oder Straßenverkehrsordnung. Auch sicherlich nicht der ausländischen, egal welchem Land. Interessanterweise, ich kenne das ja aus dem Inland, aus Deutschland, ja, es sind 40 Euro wegen Vernachlässigung der Ladungssicherung. Ja. Ein Tier ist nur eine Sache, ja. Das ist grundsätzlich extrem negativ in Deutschland, auch ein Haustier, Hund oder Katze ist nur eine Sache. Ja. Also, wenn ich das Tier umbringe, misshandle, quäle, da habt ihr so gut wie nichts zu befürchten. Darf ich euch aus Erfahrung sagen, also nicht ich selbst, aber von anderen, derartige Anzeigen oder ähnliches, es führt zu nichts. Da besteht kein öffentliches Interesse, dem nachzugehen. In der Regel kommen die Leute ungeschoren davon. Und wie gesagt, es ist ja nur eine Sache. Ja? Und jetzt kommt natürlich, diese Sache ist wie ein Koffer zu behandeln im Fahrzeug. Ja? Und wenn ich den nicht entsprechend sichere, das heißt im Kofferraum lege oder mit einem Netzabteil abtrenne oder den irgendwie anbinde, dann ist das halt
Missachtung der Ladungssicherung. Was anderes ist das denn nicht? Ja, und das sind dann 40 Euro. Und da könnt ihr mir glauben, die habe ich schon so einige Male in Deutschland bezahlt. Ja? Und da muss ich aber sagen, da stößt denn der Gesetzgeber nicht unbedingt auf mein Verständnis oder meine Gegenliebe. Denn wenn man nicht dafür sorgen kann, dass dem Tier in entsprechenden Bedingungen das Leben leichter gemacht wird oder ihm grundsätzlich in miserablen Bedingungen geholfen wird, dann sehe ich es auch wenig ein, dass ich mich nach Gesetzen richte, die in meinen Augen nicht zum Schutz des Tieres oder zu seinem Wohlbefinden beitragen. Es ist natürlich, und das muss man sagen, darauf weise ich hier auch hin, immer mit einem Risiko verbunden, wenn ich hier mit Eli so durch die Gegend fahre, denn natürlich im Falle eines Unfalls ist es möglich, keine Frage, und ich hatte Unfälle genug, glücklicherweise so noch nie mit Eli, dass das Tier hier durchs Fahrzeug geschleudert wird. Aber, und da kann ich euch sagen, das habe ich schon erlebt bei anderen, das ist nichts anderes, wenn das Tier im Kofferraum ist oder wenn das Tier auf der Rückbank liegt und an einem Geschirr mit einem Gurt fest angebunden ist. Auch da wird das Tier durchs Fahrzeug geschleudert, solange so viel Platz wie möglich ist oder solange meinetwegen der Gurt ist, der das hergibt und so weiter. Es ist kein großer Unterschied. Hier würde jetzt zum Beispiel auf der Beifahrerseite kein Airbag aufgehen. Das heißt, er kann dadurch nicht verletzt werden. Er kann im Prinzip hier nur in diesem Bereich irgendwo, ich will das Szenario jetzt nicht zusammenspinnen, ja, aber vergleichsweise wird er hier nicht weniger durch die Gegend geschleudert, als wenn er woanders wäre. Ist tatsächlich so. Fährt mir beispielsweise hinten auf der Autobahn jemand rein, weil ich irgendwo im Stauende stehe oder derjenige grundsätzlich zu schnell ist und mich übersieht, ja, dann kann ich davon ausgehen, weil die Knautschzone im Heck eines Fahrzeugs ist grundsätzlich die schlechteste. Ja, also da ist die geringste Knautschzone vorhanden, egal welches Fahrzeug. Front immer der stabilste Bereich, Seite geht auch noch, halbwegs kommt aufs Fahrzeug, aber Heck ist in der Regel meistens nicht so gut. Das heißt, wenn ihr vor allen Dingen einen Kombi habt, das meine ich, bei einer Limousine sperrt ja keiner den Hund im Kofferraum ein, aber bei einem Kombi rauscht euch da einer rein und ihr habt den Hund meinetwegen in so einer Hundetransportbox, ja, weil er natürlich meint, der Hund wäre dadurch sicherer aufgehoben. Tja, da kann ich euch sagen, die Überlebenschancen des Tieres, die wären deutlich höher, wenn er nicht im Kofferraum wäre. Spielt gar keine Rolle, ob er denn in der Box ist oder nicht. Ja. Also das Szenario möchte ich mir gar nicht ausmalen. Hund im Kofferraum und dann Unfall. Und zwar in jeglicher Form. Nicht nur ein Hecktreffer, sondern zum Beispiel auch ein Überschlag. Ja. Ein Kombi hat eine Fahrgastzelle, die im hinteren Bereich auch nicht unbedingt die stabilste ist. Ja. Hier nochmal ein kleiner Einwand, wenn ihr sowas wie macht wie ich, hier die Rückbank auch ausbaue. Eine Rückbank ist in einem Fahrzeug immer ein tragendes Bauteil. Tragend, so weit definiert, dass es zur Stabilität der Karosse tatsächlich beiträgt. Vor allem natürlich bei Unfällen. Vor allem natürlich bei Seitenaufprallunfällen. Es ist so, bei einer Limousine könnt ihr ja nichts, könnt ihr die Rückbank umklappen, aber dennoch passt da nichts Großes, Sperriges rein, weil im Prinzip die Streben der Rückbank dort meistens im Weg stehen. Die Limousine ist grundsätzlich stabiler, was das angeht, weil da die Seiten des Fahrzeugs direkt miteinander verschweißt verbunden sind, ja, über diese Streben zum Beispiel und auch über diese Rückbank. Im Kombi gibt es nur diese Rückbank, ja, wenn ich die umklappe, ist komplett frei, das heißt, die Stabilität ist in dem Fall dann komplett weg, zumindest im oberen Bereich. Sie ist dann nur noch unten gegeben, wo die Rückbank im Prinzip eingehakt ist. Aber eine umgeklappte Rückbank führt schon zu weniger Stabilität. Man merkt das besonders, würde man sich mit einem Kombi im Rennsport betätigen und hat keine zusätzlichen Verstärkungen drin. Dann ist diese Karosse tatsächlich instabiler, also weniger verwindungssteif, hat dadurch ein weniger direktes, ich will nicht sagen unkontrolliertes, aber für den Rennsportbereich schlechteres Fahrverhalten. Die ist da also weniger sicher, darf man so sagen. Deswegen werden übrigens in der Regel bei solchen Tourenwagen und so weiter, was es mal gab, da ewig, werden natürlich Limousinen bevorzugt. Das ist der Grund übrigens. Ja. Ich kann mir natürlich auch in den Kombi-Domstreben einschweißen. Ja. Schrauben, naja, geht auch, schweiße der besser. Nichtsdestotrotz ist dennoch nicht die gleiche Stabilität gegeben. Und darauf will ich jetzt hier hinaus.
ein Kombi ist grundsätzlich eh schwach und viele Leute, die einen Hund haben, haben ja einen Kombi. Das ist ja der Punkt dran. Ihnen ist es aber oftmals gar nicht bewusst. Natürlich kann ich auch verstehen, die technische Komponente ist nicht klar. Ja, sie sind da nicht aus dem Fach ausgebildet. Deswegen sage ich das aber hier. Sie meinen oft, dem Hund etwas Gutes zu tun, er wäre dort hinten sicherer. Kann ich euch sagen, ist nicht der Fall. Würdet ihr ein Kind im Kofferraum setzen? Es gibt einen guten Grund, ja, warum das Kind auf einem Kindersitz sitzt, der auf der Rückbank oder aber auf dem Beifahrersitz ist. Weil das grundsätzlich der sicherste Bereich im Fahrzeug ist. So. Und jetzt dürft ihr mir, glaube ich, recht geben, eine Rückbank gibt es hier. Also Kofferraum haben wir schon gesagt, scheidet, also habe ich jetzt gesagt, ja, im Vergleich zum Recht des Fahrzeuges scheidet für mich der Kofferraum auf längeren Strecken grundsätzlich aus. Kürzere Strecken kein Problem, mache ich täglich bei mir zu Hause. Ja, da steht Eli im Kofferraum, aber er mag es nicht. Hat es noch nie gemacht. Wenn er sich den Platz aussuchen kann, brauche ich gar nicht groß. Also könnt ihr euch die Frage selbst beantworten, wo er hingehen würde. Aber kurze Strecken Kofferraum ist okay. Lange Strecken, alles, ich kann jetzt keine Kilometerzahl sagen, für jeden ist ja, lang ist ja für jeden relativ, ja. Lang fängt bei mir auch erst ab vierstellig an, für den anderen sind es schon 200 lang, ja. Das muss man selbst entscheiden, beziehungsweise muss man sehen, wie das Tier diese Strecke bewertet, das ist ja das Wichtige daran. Und wie gesagt, wir fahren jetzt mehrere tausend Kilometer und da ist in jedem Fall lang und deswegen würde nur die Rückbank oder die Front, das heißt hier in dem Fall der Beifahrerbereich, in Frage kommt. Ihr seht ja, was mit der Rückbank ist, die habe ich ausgebaut. Ja, ich bin mir bewusst über die nicht mehr vorhandene Stabilität dadurch. Ja, wie gesagt, ich komme ja aus dem Bereich Fahrzeugtechnik. Aber ich fahre hier keine Rennen mit dem Fahrzeug. Ja. Wir sind wirklich sehr gemächlich unterwegs. Wir sind in Skandinavien. Die Wahrscheinlichkeit eines Überschlages oder eines Seitenaufpralltreffers ist hier wirklich im Vergleich zu Deutschland jetzt, muss man sagen. Ja. Also kann ich damit mitgehen, dass ich hier keine Rückbank habe, zugunsten der ganzen Ausrüstung, die ich hierbei habe. Und ja, was bleibt denn da noch über, wenn ich den Hund mitnehmen möchte? Ja doch, nur noch der Frontbereich, dürfte doch klar sein, der Beifahrer. Ja. Was anderes haben wir gar nicht mehr. Ja, und also, um dann hier auch den Schwerpunkt möglich zu halten und mir eine gute Sitzfläche zu bieten, habe ich jetzt einfach, wie gesagt, den Sitz ausgebaut. Das ist wirklich in meinen Augen die sicherste Variante. Ich bin nicht der Meinung, dass er bei einem Unfall hier stark geschädigt werden würde. Natürlich, das habe ich auch schon teilweise mal gemacht. Die Vergurtung, muss man dazu sagen, ist am Sitz in diesem Modell angebracht. Die Gurtschlaufen sind hier nicht fest an der Karosse. Wenn man sowas hat, dann kann man natürlich dem Hund noch ein Geschirr anlegen und den Gurt dann hier noch einhaken. Als zusätzliches Sicherheitsmerkmal ist das durchaus empfehlenswert. Aber solche Geschirre, muss man darauf achten, habe ich auch hier. Ich will jetzt hier nicht groß rumfummeln, weil wir fahren. Aber ihr seht zumindest, ihr sollt sehen, dass das hier griffbereit ist. Das wäre hier sein Geschirr. Und das ist auch so sicher, dass er da nicht rausrutschen kann. Also das ist kein spezielles Super-Safety-Geschirr. Aber ich habe ja, wie gesagt, mehrere und kann zumindest sagen, dass das nicht, er kann daraus nicht ausbüchsen. Ja, und wird daraus auch nicht rausgeschleudert. Was meine ich damit? Dann könnt ihr ihm das anlegen, aber die Geschirre, er liegt ja hier die ganze Zeit. Ja, also er hat hier eine super weiche Auflage, das muss man dazu sagen. Ja. Er sitzt ja auf seinem, liegt ja auf seinem ganzen Futter, aber ich habe hier drunter eine Eva-Zote-Matte, 2 cm stark, da drauf eine Plane und da drauf nochmal eine, ich glaube, 3 oder 4 cm Schaumstoffmatte. Also das ist hier wirklich sehr bequem für ihn. Und dennoch, das möchte ich sagen, zu diesem Geschirr, gibt es da natürlich Druckstellen, wenn es hier auf ihn liegt. Es könnte, nicht es könnte nur, sondern es ist unbequem für ihn, wenn er auf irgendeiner Schnalle, irgendeinem Verschluss liegt. Und das, wie gesagt, über mehrere hunderte, tausend Kilometer. Hat er aus diesem Grund hier schlichtweg kein Geschirr. Das ist einfach der Grund. Und wie gesagt, ich könnte es hier nicht mal irgendwo festhaken. Zumindest in diesem Fahrzeug geht es nicht. In anderen habe ich es schon gemacht. Und da mache ich es teilweise auch. Das kommt aber auf die Strecke drauf an. Ila ist grundsätzlich ein ruhiger Hund. Also er tendiert jetzt nicht dazu. Ich meine, wo soll er auch groß hin? Ja. manchmal, wie gesagt, ist es so, dass wenn er besonders Nähe sucht, er dann hier auch rüberkommt. Ja. Aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen.
jeder hat anderes fahrisches Talent, Können. Ich möchte jetzt hier nicht meins irgendwie in den Vordergrund stellen oder so. Es gibt ja auch Leute, die schreiben während der Fahrt Nachrichten, telefonieren, gucken Filme, essen, rauchen, haben Sex. Ja, Tafel. Und, ne, also was ich damit sagen will, es liegt in der Verantwortung eines jeden selbst und vor allen Dingen in der Verantwortung des Fahrers, zu einem sicheren Fahrvergnügen im Fahrzeug beizutragen. Und was für den einen vielleicht mulmig, unsicher oder verantwortungslos rüberkommen könnte, ist für den anderen aus entsprechender Erfahrung, man sollte hier wirklich nicht verallgemeinern, derjenige kann, muss aber nicht gute Gründe haben. Kann das für den schon wieder ganz sicher sein. Also das wollte ich nochmal dazu sagen, zu diesem Thema. Längere Transporte, das ist ja ein Transport, ja, weil es ja eine Sache ist, von Hunden, vielleicht auch Katzen, ja, da bin ich nicht so fuckernfirm mit Katzen, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich meine, dass sie weniger Platz wegnehmen, ist mir klar, aber ich weiß nicht, ob es ihnen da vielleicht lieber ist, wenn sie ihre ruhige Ecke haben und die meinetwegen auch, wer weiß, wo hinten am rechten Rücklicht ist. Oder ob es ihm doch vielleicht auch da lieber ist, dass sie wie zum Beispiel Eli hier meine Körpernähe haben. Das ist ja auch wieder von Tier zu Tier unterschiedlich sicherlich. Wenn ihr dem Hund was Gutes tun wollt und das entsprechend mit eurem Sicherheitsdenken und entsprechend der allen Umstände verantworten könnt, also wie ich das hier eben tue, dann finde ich, ihr werdet es ja jetzt noch ein paar Mal sehen, für mich hier die beste Lösung, den Hund hier so zu transportieren, für uns beide. Und selbst wenn etwas passieren sollte, habe ich tatsächlich kein schlechtes Gewissen, weil ich es nach wie vor immer noch für die beste, auch dann immer noch für die beste Möglichkeit halte. Denn ich habe mir darüber schon vor vielen Jahren ausgiebige, intensive Gedanken gemacht, habe einen entsprechenden Erfahrungsschatz und habe gewisse Situationen schon durcherlebt und andere fiktive Szenarien durchgespielt, die dann halt so genau zu dem führen, was ich jetzt hier mache mit Eli auf dem Beifahrersitz. Ich hatte das die komplette Fehlnavigation von Google Maps in Umea bereits mal beschrieben. Jetzt haben wir hier wieder ein super treffendes Beispiel, was ich euch jetzt gleich mal live zeigen möchte. Ich habe das Ganze mal eingeschaltet aus dem Grund, weil ich mir einfach eine Kaufhalle suchen wollte, wo wir jetzt gleich einkaufen, und habe dann nochmal die Route berechnet. Wir befinden uns jetzt auf der E4, ja, die Europastraße, die wir hier jetzt hier einfach nach Haparanda langfahren. Ich glaube, es sind noch so 80 Kilometer. Und der möchte partout, dass ich permanent von dieser Autobahn abbiege auf eine Nebenstraße, das heißt auf eine Landstraße abbiege. In diesem Fall soll ich jetzt hier rechts links fahren. Ja. Warum auch immer, man weiß es nicht, ja, was es dafür einen Grund geben könnte. Und jedes Mal, er passt sich die Route dann natürlich wieder an, er merkt dann, ja, alles klar, ich bleibe auf der F4, aber würde man jetzt stupide nach Navigationssystem bzw. in diesem Fall nach Google Maps fahren, ja, ich weiß nicht, ob das etwas bringt, hier tatsächlich abzubiegen, und ich weiß auch nicht, was der Hintergrund davon sein sollte. Er sagt ihn jedes Mal, dass die Strecke angeblich 3 Minuten kürzer wäre. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was auf dieser Autobahn noch kommen wird, was eine Verzögerung von diesen 3 Minuten hervorrufen sollte. Denn natürlich, da macht man sich nichts vor, die Autobahn ist in diesem Fall der gerade, direkteste, einfachste, schnellste Weg. Es gibt theoretisch nichts Schnelleres. Es ist mir also ein Rätsel, warum eine Nebenstrecke hier schneller als diese Autobahn sein sollte. Ja, ich hatte das ja bei dem anderen Fall berichtet. Da hat Google Maps hier angebliche Verzögerungen erkannt, also in Form von Baustellen, die es mir da als Stop and Go oder als roten Punkt eingezeigt hat, was überhaupt nicht der Fall war. Es gab dort schlichtweg keine Verzögerung. Ja, hier nochmal kurz zu dem Aspekt Navigation mit eigenem Verstand und Kombination mit Karte, ja, und natürlich dem Kompass, ihr habt das schon gesehen, ja,
oder aber Navigation mit digitaler Unterstützung und fragwürdig, was dahinter steckt.